Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu diesem wunderschönen Video. Ein neues Video auf meinem Kanal. Ich habe mich in letzter Zeit relativ viel mit Twitch beschäftigt, wie ich auch schon in meinem letzten Video erwähnt habe. Zusätzlich habe ich noch eine zweite Base aufgebaut und zwar TikTok. Ja, TikTok. Es ist unglaublich, aber wahr. TikTok ist einfach die Plattform, wo du zurzeit am brutalsten und krassesten wächst. Ganz ehrlich, TikTok ist der absolute Wahnsinn. Dadurch habe ich wahrscheinlich auch durch Twitch meinen entsprechenden Erfolg gehabt, sage ich mal blöd. Ich sag mal so, ich lese das mal ganz kurz vor, ich habe auf TikTok aktuell nach einem Monat, ungefähr einem Monat aktiv TikToks machen, 1755 Follower, Stand heute, den 14.08. um 12.40 Uhr. Zu den Likes. Die Likes auf meine Videos sind aktuell, auch wieder aufgerundet, 26.800 Likes auf meine TikToks. Sehr, sehr geil, sehr, sehr krass, sehr, sehr gut. Von den Views her, ich sag mal, Pi mal Daumen, über den Daumen geschlagen. Wenn ich jetzt nur die Videos anschaue, die plus 10.000 Views haben, bin ich bei knapp 1 Million Aufrufe für meine Videos. Abartig, abartig. Also brutal. Diese Base ist einfach der Wahnsinn. Ich kann live gehen jetzt schon bei TikTok, war ich auch schon, wurde direkt 7 Tage gebannt, weil es wohl zu anzüglich war. Ich habe keine Ahnung, was es war, aber ich wurde es auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu Twitch. Twitch, auch sehr interessant. Ich streame jetzt, wie gesagt, ungefähr einen Monat aktiv. Das heißt, aktiv ist für mich 60,8 Stunden im Monat aktuell und an 19 Tagen im Monat. Also 10 Tage Pause dazwischen in etwa. Auch nicht schlecht. Jetzt habe ich durchschnittlich schon 5,13 Viewer. Mehr wie viele, viele, viele andere nach einem Jahr haben. Also 5,13 Zuschauer sind ziemlich krass. Viel ist euch dazu verdanken, weil meine YouTube-Base halt immer noch ein bisschen da ist. Ob das Shelly ist, ob das Frozy ist, ob das Shadow ist, Sushi ist, egal wer. Es sind auf jeden Fall natürlich Kai, darf ich natürlich nicht vergessen, Jan und so weiter. Ihr seid alle noch mit dabei und das finde ich mega cool und ihr pusht meinen Stream extrem und das finde ich mega gut. Zu den anderen Dingen. Also, ich habe jetzt aktuell Affiliate. Affiliate heißt, ich habe 50 Follower bekommen, 3 Zuschauer durchschnittlich und so ein paar anderen Krimskrams. Und da habe ich jetzt aktuell Affiliate, das heißt, ich kann Subs bekommen, ich kann Bits bekommen, ich kann eigentlich fast alles machen, was ein Partner kann, also relativ viel, und kann quasi Geld einnehmen mit Twitch. Jetzt bin ich aktuell schon bei 15 Subs, mega krass, 15 Subs, 75 Follower und gerade mal 571 Aufrufen. Eigentlich ein absoluter Witz, aber es funktioniert und es macht Spaß. Ich liebe meine Streams, die machen mega Laune. Gestern zum Beispiel war wieder einer, absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ich habe ein paar Leute über Twitch jetzt auch kennengelernt, wie Big Bangkok zum Beispiel, mega cooler Kerl, wie den Max, unseren Aussie-Freund, auch ein mega cooler Kerl, macht mega viel Spaß mit denen. Ich kann euch nur empfehlen, kommt mit in die Streams, kommt mal rein, schaut mal kurz rein, es macht mega Spaß. Wer auch immer noch dabei ist, ist der Adrian, aka Sonki, bis heute noch, macht einfach mega Laune. Schaut es euch an, ich kann es euch nur empfehlen, macht einfach nur mega viel Spaß, wirklich, also gönnt euch. Okay, wie es jetzt weitergehen wird. Meine Frau ist nicht mehr schwanger. Sie hat jetzt tatsächlich mein Töchterchen schon auf die Welt gebracht. Sie ist jetzt am 29.07. geboren. Ihr Name ist Lina. 50 cm groß, 1350 Gramm schwer. Also ein normales Kind, sage ich mal, absolut normal. Hinter mir seht ihr auch schon die Wiege von ihr. Ist eine von den Wiegen, wir haben mehrere. Und im Schlafzimmer liegt sie jetzt gerade und schläft. Meine Frau ist gerade bei den Nachbarn, ach egal. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Grund, warum ich relativ spät streame. Also meine Streams starten in der Regel zwischen 20 und 21 Uhr und gehen, wenn ich arbeiten muss, was nächste Woche wieder so sein wird, maximal bis um 23 Uhr, also 3 Stunden am Tag in etwa. Das ist ein bisschen wenig und schwer, um damit erfolgreich zu werden, aber es ist nochmal so, wie es jetzt ist. In den letzten 2 Wochen ging es ein bisschen mehr ab, weil ich halt Urlaub hatte, auch wegen der Geburt meiner Tochter. Und da habe ich halt in der Nacht, wenn die Kleine geschlafen hat, dann richtig, da ging es halt dann rund. Aber ich will auf jeden Fall, ich will weiterhin dabei sein. Okay, nochmal kurzer Aufruf, folgt mir auf jeden Fall auf Twitch und natürlich auch auf TikTok, da sind die coolen Videos, ehrlich, also mega cool. Aber ich will auch ein paar Twitch-Highlights und Clips jetzt einfach mal kurz mit in den Stream schneiden, mit in das Video schneiden. Schaut es euch an, viel Spaß, vielen Dank fürs Folgen und bis bald. Da rechts, rechts, hier kommt doch, hier kommt doch, hier kommt. Psch, psch. Kann er hochkommen? Ja, nein! It was at this moment that he knew. He fucked up. Wie kommt der denn da rausgejumpt?
Ja, aber der ist ein Loser! Was ist mit dem Mann? Alter! Okay. What do you want from me? Das ist bestimmt die Medi. What do you want from me? Okay, ich habe auch nur so eine gute KD, weil ich nur 32 Matches habe und eine davon war eine Nord. Streichel dich einfach mal, okay? Oh, ich yeah, ich streichel dich einfach. Ich streichle dich einfach den ganzen Abend. Ja, ja. Sein sehr feines Hundi. Scheiße, Mann, jetzt sind wir.